Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier angekommen. Und wir wollen jetzt mal zur Nervenklinik fahren. Und willst du mitfahren? So, die Tür nicht auf. So, jetzt. Der will anscheinend nicht mitfahren. Und ich stelle mir eine komplett andere Linie ein. Denn ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Wir können hier, glaube ich, nicht zur Nervenklinik fahren. Deswegen machen wir hier mal alles aus, die Anzeige. Hallo? Muss jetzt ausgehen? Das hat immer ein bisschen Verzögerung. Aber das ist ja auch realistisch. So. Linie 5N. Ah, wir wollen hier Endstelle Anfang Uli. Okay, gut. Dann fahren wir zum Ruheleben. Dann fahren wir trotzdem hier. Steht's jetzt hier? Ah, jetzt steht's da. Gut. Dann geht's los, weil das ist ja gar nicht unsere Anfangshaltestelle. Wir müssen nämlich erstmal zum Ruheleben fahren. Oh, ich habe den Sound runter. Ich habe für mich leise gemacht. Ich will natürlich auch vollen Soundgenuss haben. So. Ruheleben, ich komme. Hier ist ja wieder unsere Beschleunigungsstrecke. So, aber komm, wir sollen es auch nicht übertreiben. Ich glaube, die Linie fahren wir jetzt richtig so auf. Wenn nicht auf dem Sande, hatten wir in Hafen City, aber hier fahren wir jetzt eine richtige Linie zu Nervenklinik, hoffentlich. Niemand drin, ist ja klar. Oh, sieht das cool aus, finde ich. Hey, ist es grün? Ist es grün? Ich bin so gespannt. Bitte sei. Oh ja, 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 schnell los. Oh, es wurde schon fast wieder rot. Wo gehst du eigentlich lang? Ah, ich muss hier lang. Nicht halten. Wir müssen nämlich zum Ruheleben. Achso, habe ich. Ja, ich habe unsere Anzeige. Also nicht. Also unsere Zielanzeige. Also unsere Navigation. So. So, Ruheleben, wo bist du? Ich muss da jetzt hin. Ich fahre einfach geradeaus. An allen Haltestellen vorbei. Was machst du denn? Was machst du denn? Jetzt ziehe ich an dir vorbei. Was hast du davon? Blink rüber. Gut. Aber jetzt geh doch raus, Blinker. Jetzt muss ich hier eine. Das war nur mal so als Zeig. Dass ich es euch zeige. Also, nein. Okay. Damit ihr mal seht, wie der Bus eigentlich die ganze Zeit so rumschwenken kann. Also, wie detailliert es ist. Also, wie der so. Ja. Wir haben aber zum Glück kein Fahrgast dabei. Ist ja klar. Das ist ganz gut. Dann meckern die uns nicht gleich an. Aber natürlich bin ich jetzt auch zum Anfang der Linie gekommen.
Ruhe, Ruhe, Leben. Bitte steht da. Ruhe, Leben, Ruhe, Leben. Nein, nur Rathaus. Wir müssen Ruhe, Ruhe, Leben. Bis zu Ruhe, Leben. Hier auch nicht. Ja, toll. Thank you very much. Na, egal. Ich fahre erstmal geradeaus weiter. Wenn's grün ist. Ich schneide den Weg ab. So. Ich muss zu Ruheleben kommen. Ach, ich glaube, ich hätte abbiegen sollen. Ah, hier kann ich auch noch abbiegen. Hier muss ich, glaube ich, sogar abbiegen. Weil hier steht ja nichts anderes dran. Ja. Und es wird grün. Hey, wo muss ich denn jetzt abbiegen? Hier. Hier in der Nähe ist ja auch das Ruheleben, glaube ich. Oder wisst ihr was? Wenn ich gleich nicht ankomme, dann setze ich mich auf den Punkt Ruheleben. Hier wäre das Depot. Aber ich muss doch zu Ruheleben. Ich habe eine Idee, ich habe eine gute Idee. Ich setze uns jetzt einfach zu Ruheleben hin. Ich mache unsere Linie aus. Und setze uns zu Oh, ich muss erstmal suchen. Hier. Ruheleben. So, es wird ein bisschen geladen hier. Weil wir können ja uns ja nicht einfach so auf einen Schlag da hinsetzen, muss schon ein bisschen dauern. Aber das Zimmer. Genau da wollte ich hin. Oh, ist das schön hier. Ich muss gleich meine Linie einstellen. Einstelle Nervenklinik, muss ich. Hier waren wir nämlich schon mal. Ey. Gucken wir ganz kurz. Nervenklinik, okay, gut. Dann geht's los. Da sind doch schon meine Leute, die alle mitwollen. Oh, wie brutal viele das sind. Wow. Ich mache auch mal hinten auf, zur Sicherheit. Aus Sicherheitsgründen. Es ist zu warm, okay. Willst du eine Fahrkarte? Oh, du willst eine Fahrkarte? So, das gibt dann 7 Euro. Ich glaube, da haben nein, 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 7 Euro. 30. Dankeschön. Was ist das? Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke? Hier. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, hier hast du sie. Das gibt 8,30 Euro. Guten Tag. Hallo. 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 Kind. Guten Tag. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja. So. 3,30 Euro. Eine Kurzstrecke, bitte. Boah! Du musst hier auch mal ein bisschen vorankommen. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Ja, ich geb dir hier einen. Wieso nimmst du nicht? Kurzstrecke, Kind. Entschuldigen Sie. Hier
glaube ich, für Kind. Entschuldigen Sie. Das ist für dich. Ja, das ist für dich. So, das gibt 60 Cent. Das ist aber zu wenig Geld, was ich da bekomme. Ja, hier. Nimm. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Bitte. Geht einfach nur durch. Heute müsst ihr nicht bezahlen. So. Es gibt 2 Euro. Entschuldigung, jetzt haben sie mir ein bisschen viel rausgegeben. 2 Euro. Schön. Eine Frage, bitte. Oh Mann. Ihr immer mit eurem Fahrkarten. Wie viele Leute sind das hier? Ich bekomme hier nur noch eine riesen Verspätung. Guten Tag. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Das regt mich auf. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Das hier? Ja. 8,30 Euro. Dankeschön. Oh! Ich glaube, ich habe es geschafft. Das war meine Arbeit. Jetzt los hier. Ich muss losfahren. Oh, nein. Ich habe gerade kurz weggeguckt. Oh, das ist ja unglaublich. Schlängeln uns hier wieder durch die Straßen. Natürlich ist Map viel größer, nur das wird nur so, da wird nur so ein Teil angezeigt. Hallo. Das kommt bitte, wird grün. Ja, danke schön. Dass du das mit mir machst, so. Dass du grün wirst, eher gesagt. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Mann! Ich fahre doch nur ein bisschen um die Kurve. Braucht ihr nicht gleich rumheulen. Diese Leute. Oh. Ach komm, ich kann keine ewig langen Folgen machen. Hallo. Eine Tageskarte. Ihr mit euren Fahrkarten. Tageskarte. Wo ist Tageskarte? Das hier? Nee, das nicht. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Das. So, 1 Euro. Dankeschön. Hallo. Gut, dann geht's weiter. Wie pünktlich sind wir eigentlich? Kremation, Ruheleben oder sowas? 16.32 Uhr. Wir haben es 22. Ich muss gleich mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Ich mache das hier gerade parallel. Oh nein, abbrechen. Ich mache das gleich an der Haltestelle. Ja. Hallo. Polizei. Einen Einzelfall. Ja, Polizeidirektion oder sowas. 33, okay, ich spule dir die Zeit vor. Hallo, ich hätte gerne einen Fahrschein. Warte doch. Entschuldigung. So, jetzt haben wir die richtige Uhrzeit. So, ja, was willst du jetzt? Achso, 2 Euro. Da. Einmal normal, bitte. Ja. Sieben Euro.
30. Schönen Tag. Oh, wie viele wollen denn noch Fahrkarten? Okay, egal. Ich gebe euch jetzt hier schnell eure Fahrkarten, dann geht's weiter. Ich habe nämlich jetzt bestimmt Verspätung, nur wegen euch. Boah, jetzt habe ich schon eine Minute Verspätung. Was ist los? Güte, warm Ruhe leben. Ja, da muss ich um 34 sein. Oh ja, dann bin ich pünktlich. Und ich würde an dieser Stelle sagen, hallo. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und ein Abo wäre auch sehr cool. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.